Mixon, dankeschön. Bis abonnieren, willkommen bei den Drachis. Habe ich meine Amazon-Wunschliste eigentlich schon wieder oben verlinkt? Ich abonniere dich, wenn man PayPal nicht mehr im Minus ist, okay? Das kannst du machen, wie du möchtest. Ich freue mich, wenn du zuschaust auch. Drache, schaut man über dich. DF, was? Drache, schaut man über dich, CF. Was ist denn CF? Hanswurst, nein. Was, nein? Servus, Drache. Achso, nein, ich hab's nicht verlinkt. Was jetzt? Einer sagt ja, einer sagt nein. Ist die Amazon-Wunschliste hier oben oder auf meinem Profil mittlerweile wieder verlinkt? Warte, ich kann das selber nachschauen, ich Idiot. Doch, die ist doch verlinkt, klar. Okay. Nur weil mich neulich irgendjemand... am Wochenende hat mich jemand per E-Mail angeschrieben, ich soll das wieder einfügen. Sonntag. Beziehungsweise heute früh habe ich die dann gelesen. Ich habe jetzt auch meine neue Webcam dran gemacht. Habe ich überhaupt noch Kohle auf Amazon? 3 Euro. Damit kann ich mir die beste Webcam der Welt kaufen. 100 Pro. Egal. Falls mich jemand unterstützen möchte, kann er da gerne mal reinschauen. Ansonsten hole ich mir die dann, sobald ich mal wieder Kohle habe. Kauft mir Merch. Schreibt ihr auch was? Im Normalfall. Mad Max, dankeschön. Mixon, dankeschön. Nabend. Nabend Stinky. Vorsicht mit solchen Ausdrücken bei mir. Dankeschön, Mad Max. Du betreibst mal nicht so heftig. Dankeschön. Schanze wird gepfändet. Nee, ich würde eher sagen, ich pfände dir höchstens deinen Arsch für deine Beleidigungen hier. Heißt es nicht Merch? Wegen Merchandise? Es heißt Merch, ja. Aber wenn du jetzt die Schreibweise meinst, keine Ahnung. Ich bin da immer ein bisschen, ich bin immer unsicher, ob ich es mit E oder mit A schreiben muss. Merch ist auf jeden Fall nach Merchandise, ja. Aber ob das mit ERA geschrieben wird, das Merch, weiß ich nicht. Was ist heute schönes gegessen? Was ist denn gemacht? Eigentlich hatte ich vor mir eine. Eigentlich hatte ich. Ich habe eigentlich noch auch Fleisch im Kühlschrank gehabt. Ich wollte mir eigentlich eine. Gulasch machen. Allerdings war das Gulasch abgelaufen. Deswegen. Ja, ich habe dann geschaut, ob es noch essbar ist, aber das habe ich leider weggeschmissen dann. Was mich schon wieder tierisch aufgeregt hat. Weil ich hasse es, Lebensmittel zu verschwenden. Na, wie man sieht. 24 Euro für ein Shirt, schon heftig. Kann ich nicht ändern. Ich habe es mal versucht zu ändern, indem ich beim anderen Merchandise-Shop war. Da waren die Shirts billiger. Und auch die Qualität und alles. Das Problem bloß an der Sache war, dass die...
Das Problem bloß an der Sache war, dass die Hater sich darüber aufgeregt haben und die Seite so zugespammt haben, dass die Seite dann gesagt hat, tut mir leid, wir können das jetzt erstmal nicht vertreten auf Dauer. Und dann habe ich wieder zum Spreadshirt zurückgemusst. Also ich habe schon mal versucht, das billig anzubieten, aber da ich nur Spreadshirt not nutzen kann, habe ich leider keine Chance da. Tut mir leid. Was ist eigentlich aus deinem Boxkampf geworden? Da ist gar nichts draus geworden. ATV. Das mit dem Boxkampf habe ich folgendermaßen gemacht. Ich habe das abgesagt. Das ist auch komplett von mir gekommen. Nicht, weil ich Angst oder so habe. Dazu habe ich auf meinem YouTube-Video auch ein Video dazu. Und ich habe ursprünglich ja schon gesagt, dass ich Bedenken habe wegen dem Boxkampf. Es sollte ja eigentlich so sein. Es sollte ja dafür machen. Sollten für einen guten Zweck sein. So, das ist schon mal das Erste. Deswegen habe ich dann auch letzten Endes eigentlich gesagt, okay, wir können das gerne machen. Deswegen und weil der Typ nur am Rumbeleidigen war und alles. Und ich dem gerne auf die Schnauze gehaut hätte. Auf der anderen Seite war ich aber die ganze Zeit eigentlich gegen die Sache mit dem Boxkampf. Nicht, weil ich Angst davor habe, sondern, und wenn ihr sagt, ich habe Angst, ja gut, dann meint ihr eben, ich habe Angst, ist mir auch egal. Mir ging es darum, wir haben gesagt, wir wollen das für eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Beispiel für Sachen gegen Mobbing einsetzt. So. Ich persönlich habe ein schlechtes Gewissen, eine Aktion zu machen, wo man dann das ganze Geld einer Aktion sponsert, die gegen Mobbing ist und die ganze Aktion selber aber im Prinzip eine Schlägerei ist. Und das wäre nicht viel mehr gewesen, weil weder Hans noch ich bin ein professioneller Boxer. Und das wäre nicht mehr als eine kleine Schlägerei gewesen, die halt mit dem Ringrichter und so weiter abgegangen. Das war das eine, das konnte ich so nicht vertreten. Ich bin nach wie vor dabei, wenn man irgendeine Veranstaltung will ich jetzt nicht. Ich will nichts Großes machen, aber ich bin gerne bereit dafür, eine Aktion mitzuplanen, die aber gewaltfrei geht und nach Möglichkeit wenig kostet, aber viel einbringt, weil man ja das ganze Geld jemanden donaten möchte, der sich um das ganze Thema dann kümmern kann. Also Thema gegen Mobbing oder so, oder vielleicht auch gegen irgendwas anderes. Habe ich kein Problem damit. Wo ich ein Problem damit hatte, war die Sache, dass man einen Boxkampf macht, aber gegen Mobbing ist und gegen Schlägern und sowas und gegen Gewalt halt quasi in dem Sinne ist, was für mich ist gegen Mobbing immer gegen Gewalt. Und dann ein Sponsoring anzuleiern, wo man, oder halt einen Boxkampf zu machen, wo man das ganze Geld sponsert, so rum. Sehe ich nicht. Ganz ehrlich, sehe ich nicht. Ich hätte kein Problem damit, irgendwas zu organisieren, wo gewaltfrei auskommt und dann gegen Mobbing steht. Da fällt mir auf, Alexa, schalt das Studio ein. Muss man alles 10-mal sagen. Gähnen. Wenn du gähnen musst, dann geh bitte schlafen. Zuckerturnier. Du gegen Hans. Weißt du, wenn du dich nicht benehmen kannst, tu uns bitte allen den Gefallen, die hier sind und sich benehmen können und verpiss dich. So. Die sitzt auf ihren Ohren höchstens, ja. Guckst du auch Drache über dich? CS, CF, was ist CF? Will mir noch erklärt, was CF ist? Es gibt ja nicht, es ging ja nicht um einen Street Fight oder sowas. Boxen und normal Schlägern, das ist für mich alles Gewalt. Ich sagte wortwörtlich gerade schon, dass ich, wenn ich sowas mache, wo ich gegen Mobbing vorgehe. Mobbing ist immer auch gegen Gewalt für mich. Und ich kann das ethnisch nicht vertreten, wenn ich etwas gegen Gewalt, gegen Mobbing mache und dann aber hergehe und das Ganze mit Gewalt mache. Das will ich nicht. Das ist nicht meine Welt, das ist daneben. Warum muss ich eigentlich immer 100-mal im Stream sagen, dass es mich interessiert, was die Hater machen?
Das braucht ihr hier nicht erwähnen, das will ich nicht wissen. Das interessiert mich nicht. Da kann man besser andere sportliche Wettkämpfe starten. Und genau das ist der Punkt dahinter. Fußball zum Beispiel wäre ich jetzt nicht dabei, weil ich keinen Fußball mag. Das liegt aber nicht irgendwie daran, dass ich keinen Fußball spielen kann, sondern ich mag es einfach nicht. Was sagst du zu Artikel 13? Zu Artikel 13 sage ich Bullshit. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, was im Moment da so rumgeht und bestimmte Nachrichten-YouTuber so hoch pushen, ob das wirklich so extrem hoch gepusht wird. Aber es wird sich jetzt zeigen, was passiert. Vielleicht habe ich danach sowieso Glück, dann ist sowieso Ruhe. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich auch dazu gesagt habe, ich sehe es mit einem weinenden Auge. Weinend, weil es komplette Zensur wäre. Lachendes Auge, weil dann hätte ich meine Ruhe. Weil dann wären die ganzen Idioten nicht in der Lage, weiter zu haten. Zumindest nicht, was das online angeht. Und dann würde es vermutlich doch auch aus dem realen Leben verschwinden. Also ich bin da zwiespältig, was das angeht. Es gibt jemanden auf YouTube, der dich in Sachen Mobbing unterstützt. Echt? Und es wäre? Würde mich mal interessieren. Stadthochsprung. Wenn du sehen willst, wie zwei fette Typen nicht einmal einen Meter über den Boden springen, und ich schließe mich da nicht aus. Ich finde es gut, Drache. Gewalt gegen Mobbing geht gar nicht. Ja, die Sache ist halt, wie gesagt, ich habe mit dem Wettkampf an solches kein Problem. Ich habe auch kein Problem, einen Wettkampf durchzuziehen. Das habe ich auch Lachflex gesagt. Mit Hans habe ich ja keinen Kontakt, aber ich habe es auch Lachflex gesagt. Ich habe kein Problem, einen Wettkampf durchzuführen. Ich habe ein Problem damit, dass man Gewalt gegen Mobbing, das passt nicht. Weil für mich ist gegen Mobbing auch immer gegen Gewalt. Und nicht Gewalt. Boxen ist auch Gewalt, egal wie man es definiert, auch wenn es sportlich ist. Es ist trotzdem Gewalt und das passt für mich nicht. Weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann. Oh, hast du das mit deinem Kindergarten-Spam, du Kleinkind, nur am Rumschreien, weil dir keiner beachtet, Alter? Armseliges Würstchen. Rainer, stimmt das? Okay, jetzt reicht's mir. Jeder, der über Hater schreibt, fliegt raus. Ist halt gewarnt. Drache, du kannst dich aus deinem Kampfsport... Was? Du kennst dich aus mit Kampfsport. Ich würde nicht sagen, dass ich mich auskenne. Was hat das mit dem Art von Gewalt zu tun, die du als Ausrede nutzt? Ich nutze gar nichts als Ausrede, aber du kannst dir gerne mal definieren, du kannst dir gerne mal googeln, was die Definition von Gewalt ist, du Arschloch. Gelegentlich höre ich auch Rammstein, ja. Armdrücken ist Schwachsinn. Erstens mal ist Armdrücken, wenn es blöd läuft, gefährlich. Und zweitens geht es ja nicht darum, wer stärker ist. Das ist ja letzten Endes meine Aussage dahinter, mit der Sache mit dem Boxkampf. Wie gesagt, zu der Sache mit dem Boxkampf kommt demnächst noch ein Video. Entweder auf meinem Hauptkanal die Woche oder auf meinem Zweitkanal Phoenix Drache. Ich habe die Streams vermisst. Freut mich. Vielleicht wirst du irgendwann ewig darauf verzichten müssen. Kommt jetzt darauf an, wie es läuft. Frischer siehst du aus als zuletzt. Ich bin total behaart, ey. Ich sehe halt frisch aus. Da fällt mir ein, ich muss mich unbedingt rasieren. Rainer, mach dir nichts draus. Bei manchen Menschen fehlt einfach nur... Was? Gehirnmasse. Habe ich das richtig gelesen? Ich hoffe. Ich hoffe, du darfst safe weiter streamen ohne Konsequenzen. Ich habe heute auf jeden Fall der BLM nochmal eine Nachricht geschrieben. Ja, und das wird sich jetzt zeigen. Aber ich möchte das jetzt schon wieder thematisieren, weil wir haben das in den letzten zwei Streams thematisiert. Und das möchte ich definitiv nicht nochmal machen. Das muss auch nicht sein. Musikbattle wäre nice. Musikbattle gegen Hans. Sehe ich nicht. Den Lappen rappe ich unter den Tisch noch, bevor er steht. Was eigentlich nicht so schlimm ist, weil da kann ich mir wahrscheinlich eine Woche Zeit lassen mit meinem Rap. Das wäre aber andersrum genauso. Also. Rainer, wann kommen neue Vlogs? Sobald mein Hauptkanal wieder frei ist.
Hast du Flying Uwe Kampf gesehen? Wenn ja, was sagst du dazu? Was sagst du zu Uwe? Flying Uwe kenne ich nur zwei oder drei Videos von dem. Und ich habe seinen Kampf nicht gesehen, nein. Nee, nicht von Bart, meinte so der Gesamteindruck. Das ist mir schon klar, was du meintest. Du wirst wieder glücklicher und nicht so geknickt, daher frischer, meine ich. Frischer? Ich habe am Wochenende einmal 6,5 Stunden und zweimal 2,5 Stunden. Also jetzt heute auch schon wieder. Also ich habe innerhalb der letzten drei Tage grob 12 Stunden aufgenommen. Nur ein Spiel. Pff, brutal im Arsch. Und es war nur ein Spiel. Uwe hat riesige Zähne. Keine Ahnung. Ich schaue selten auf die Zähne von Leuten. Ich schaue den Leuten meistens ins Gesicht, aber in die Augen und nicht auf die Zähne. Flying Uwe ist ein YouTuber. Hast du auch schon, aber mehr weiß ich auch nicht über den tatsächlich. Ich weiß, dass er einen YouTube-Kanal hat und dass er Sportvideos macht oder zeitlang mal Sportvideos gemacht hat. Ich habe aber keine Ahnung, was er tatsächlich macht. Hast du auch schon ein Original, von 1966 mit Franco Nero gesehen? Sehenswert und eine Perle. Was? Keine Ahnung, was du meinst. Ach, der war doch bei der Big Brother. Der war bei Big Brother, keine Ahnung. Ich schaue so einen Scheiß nicht. Habe ich keine Zeit für. Machst du den Sport auch ohne Boxkampf weiter? Das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Ich habe das, glaube ich, jetzt nicht erwähnt gehabt. Ich habe natürlich vor, trotzdem weiterhin auf mein Gewicht zu achten und abzunehmen. Ich habe tatsächlich überlegt, entweder einen extra Kanal jetzt für Sport zu machen, für meine Videos, für meine Sachen, oder ob ich hergehe, wenn mein Hauptkanal wieder frei ist, dass ich regelmäßig auf meinem Hauptkanal weitere Videos hochlade. So, cool. So, ruhig News. Ne News, was? Hast du seit der Ansage gegen Hans schon abgenommen? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht nachgeschaut. Ich bewege mich auf jeden Fall seither weit mehr. Nehm den Hauptkanal. Habe ich auch überlegt. Aber der ist im Moment ja gesperrt, also ich kann nichts hochladen. Also selbst was ich mache, kann ich nicht aufnehmen und hochladen. Außerdem habe ich immer noch das Problem mit meiner Kamera. Ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Die nimmt aus irgendeinem Grund den Ton verschoben auf. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Vielleicht ist es einfach mal... Vielleicht ist es nach 7 Jahren doch mal Zeit, mir eine neue Kamera zuzulegen. Ah, ich schau aus, oder? Überall bin ich verletzt. So, freust du dich schon auf Frühling oder Ostern? Auf Frühling freue ich mich auf jeden Fall, weil Frühling für mich bedeutet, dass ich wieder mehr draußen bin, vor allem auch mehr im Garten bin und dann auch entsprechend im Garten dann mich bewegen kann. Also auf Frühling bzw. Sommer, wenn es wärmer wird, freue ich mich immer. Ich mag den Winter nicht. Der Winter ist für mich grauenhaft. Was sind das für Auas? Achso, meine Verletzungen. Ja, mich hat es vor ein paar Tagen die Treppe runtergefetzt. Außen am... Oh ja, auf Frühling. Mich hat es die Treppe vor der Haustür runtergefetzt. Und zwar bin ich rausgegangen, es war spiegelglatt. Ich stelle meinen Fuß auf die oberste Stufe, will gerade meinen Schritt nach, beweg mich, also verlagere mein Gewicht nach vorne, dass ich mir die Treppe runterkomme und mich fetzt voll die Treppe runter. Dabei habe ich mir die halbe Hand und den halben Arm aufgefetzt. Mittlerweile geht's schon wieder. Also übertrieben gesagt natürlich, ne? So, Miko, Alter, ohne Scheiß, der Mixon haut so raus, ey. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Wie ist denn eigentlich die Audioqualität? Die halbwegs? Weil ich habe nämlich andere
Was ich mal gerne hätte, wären Katzen mit Bananengeschmack. Das wäre mal. Oder mit Bananengeruch. Das wäre mal geil. Generell Duftkerzen wären richtig geil. Au! Aber sowas wie Bananenduft gibt es, glaube ich, gar nicht. So, Audioqualität ist 1A. Sehr gut. Na gut. Da sieht man mal wieder, was meine Autoboxen alles drauf haben. Das sind nämlich meine alten Boxen aus meinem Fiesta. Also aus meinem allerersten Auto. Kerze mit Bananengeschmack. Das wär's doch mal. Audio passt. Doch, gibt es. Echt, gibt es? Boah, muss ich mir echt mal besorgen. Das sind meine Boxen. Das sind meine Autoboxen gewesen von früher. Sehen auch entsprechend aus. Wobei die ja so eigentlich gar nicht fertig aussehen. Ich bin im Moment dabei, noch Holzboxen zu bauen. Weil eigentlich gehört es ja so. Eigentlich sehen die so aus. Das sind meine ersten Boxen vom Auto gewesen. Ja, auf die bin ich schon ganz schön stolz. Die habe ich immer noch. Und das nach über... Oh, wann habe ich meinen Führerschein gemacht? 2007? Ja, 2007 habe ich die, Alter. Eigentlich keine schlechte Idee mit den Boxen. Mit den Boxen ist überhaupt keine schlechte Idee. Die Boxen sind nichts anderes wie die kleinen Boxen. Nur, dass die halt... entsprechend mehr Power haben. Also... Ich kann zum Beispiel mal hergehen, passt mal auf. Konfiguration, ach nee, Quatsch. Abstand. Ich kann zwar hergehen, passt mal auf, die hat 430. Natürlich schlecht, wenn ich das jetzt nicht höre. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei euch rüberkommt. Das hört man wahrscheinlich bei euch nicht, weil ihr es wahrscheinlich nur in Stereo wieder mitkriegt. Die haben ja auch einen sauguten Klang. Wahrscheinlich der Bass zu hoch. So, ich habe jetzt den Bass auf 0. Die automatische Einstellung ist echt für den Arsch. Die automatische Einstellung ist echt so für den Arsch. Jetzt ist die Akustik besser. Ich hätte es schon längst nur einstellen müssen. Ist auf jeden Fall richtig geil. Die haben so geilen Sound. Liefern echt gut. Ja, die sind halt, vor allem sind die jetzt noch relativ, die sind jetzt echt leise halt, ne, auch, ne. Ich meine, die bummen normalerweise ja auch voll, die haben sich ja kaum bewegt. Aber um die zu bewegen,
Da braucht man echt Power, um die zu bewegen. Die Anlage kann das. Aber dann wird es laut. Hast du mich bemerkt? Ich hab dich bemerkt, Schoko-Eis. Ich hab nur gerade noch geredet. Du hast doch eh eine Basskiste, oder nicht? Klar, ich habe auch eine Basskiste da. Aktivbass. Ich habe natürlich auch Aktivbass, da klar. Deswegen habe ich ja so harten Bass. Aber die Boxen selber. Also ich das sind ja meine Autoboxen. Ja, das sind meine Autoboxen. In meinem ersten Auto, beim Fiesta, habe ich die gehabt. Da haben mich die Leute immer gefragt, was ich für eine Anlage drinnen habe, was ich für einen Subwoofer drin habe. Weil die Boxen so abgegangen sind, wenn ich voll aufgedreht habe. Bass voll hoch, die haben gewummert wie die Drecksau. Ich habe mal, wenn die voll aufgedreht waren, mein Handy hat vibriert. Und deshalb, obwohl ich keinen Subwoofer im Auto hatte. Und ich habe gefragt, was hast du für einen Subwoofer drin? Und ich so, keinen Subwoofer, das sind nur die Boxen. Die sind richtig Bombe, die Dinger. Dann hast du genau getroffen. Was? Was habe ich getroffen? Mach doch vernünftige Musik. Nichts gegen Retro oder so, aber das ist Mist. Das ist kein Mist. Im Gegenteil. Außerdem ist es Fast and Furious 4, Alter. So retro ist das gar nicht. Wie alt ist das? 4 Jahre? Nicht viel älter ist das nicht. Na gut, 5 sind schon 6 Jahre. Oder 7 Jahre, ich weiß es gar nicht. Trotzdem, so alt ist es gar nicht. Retro, Alter. Weißt du, was retro ist? Ich geb dir mal was retro ist. Du willst mal was retro hören? Wobei, das ist auch schon kein retro. Aber das ist geil. Wir machen erstmal das hier. Das hier ist retro. Retro sind die 60er. Ja. Was glaubst du, was ich hier spiele? Das ist retro. Wir verstehen uns. So. Sinus. Du Held. 90er ist doch kein Retro, Alter. Bist du besoffen? Ey, ohne Scheiß, Alter. Gib deinem Vater den Schnaps zurück. Ist doch nicht Retro, Alter. 50er, 60er, 70er, 80er vielleicht noch. Vielleicht gerade noch. Aber die 80er, 90er und 2000er, das schrammt schon stark dran vorbei. Zugegeben, das ist noch ein relativ junges Lied.
in der Box gerade. Ja, zugegeben, das ist vielleicht jetzt ein wenig eine dumme Aussage gewesen, aus welchem der Bild jetzt rauszusuchen. Ich wollte eigentlich noch was anderes. Eigentlich wollte ich nämlich das zuerst spielen. Ich glaube, das war von der Zeit her, wäre das hier, glaube ich, besser hingekommen. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Muss ich mal gucken. Das haben wir in der Schule gehört. Das ist zumindest schon älter, oder? Okay, ist sogar noch jünger. Sogar noch noch so jünger. 2002. Naja, Zahlen halt, ne? Ich und Zahlen halt, da bin voll daneben. Aber ist ja nichts Neues. Nee, Tomic ist jünger. 2002 ist es. DJ Tomic war das, ja. Hallo, schön dich zu sehen. Dankeschön. Freut mich auch. Ich habe mich an die Zahnlücke auch mittlerweile gewöhnt. Das ist ein tolles Gefühl. Alright. So pretty. You're so pretty. Ich bin vielleicht doch mittlerweile zu alt. Hab ich früher auch rauf und runter gehört. Beim Kiffen. Beim Kiffen. So, und das hier ist jetzt schon mehr Retro tatsächlich. Ich komme übrigens auf den Song jetzt nur deswegen, weil ich heute einen Film angeschaut habe, der heißt Chaos Dad mit Adam Sandler.
Und deswegen bin ich jetzt auf das Lied gekommen. Das ist aus den 1990ern. Also das ist so ein Jahr nach meiner Geburt entstanden. Über 30? Nee. Ich bin im 89er. Ich werde das Jahr 30. Geiles Lied. Gehört zu den besten auf jeden Fall. Wenn du was zum Kiffen hören willst, Mobb Deep geht immer. Also ich sage jetzt nicht, dass es zum Kiffen gut ist, aber ich würde da glaube ich eher sowas wie Depeche Mode oder so hören. Depeche Mode oder Moby ist zum Beispiel auch ziemlich chillig. Gutes alles Lied. Jo. Wie feierst du deinen Geburtstag? Gar nicht. Heiß. Ich bin 37. Herzlichen Glückwunsch. Wie geht's Luan? Frag ihn doch, ich hab ihn auch gebannt. Du Arschloch. Dogs, oh, das ist auch ein guter Song, ja. Wann ist das? Ich höre nur Metal. Welche Band? Who Likes the Dogs oder das gerade? Das ist Vanilla Ice gerade, was hier läuft. Vanilla Ice mit Ice Ice Baby ist das. Das ist meine Jugend, Alter. Der Bass ist enorm. Der Bass ist tatsächlich jetzt gerade enormer geworden, weil ich umgestellt habe. Ich habe jetzt auf die Musik umgestellt. Das ist bisher. Normalerweise läuft in meinem Stream. Ich kann den Bass auch mal ein wenig runterstellen. Der Bass ist gerade enormer geworden, weil jetzt die Hall in Münich ein ist. Also ich kann ja die Einstellungen von meiner Anlage ändern. Und jetzt ist die Musik, jetzt ist gerade der Musiksampler drinnen. Weil, ja, normalerweise höre ich immer in 5.1, aber das jetzt gerade ist halt der Hall in Munich. Kann ich auch noch ändern. Zum Beispiel Hall in Vienna. Keller Club. I'm
Super Drache. Kenne ich nicht, nein. Ich kenne nur den Film Ghost Nachricht von Sam. Aber Ghost Zelda sagt mir nichts. Mann, das juckt. Wo ist denn das Bilderbuch? Was für ein Bilderbuch? Mal wen leiser machen. Bahaman ist es noch gewesen. Hole den Hauptsache. Ich schlüssel mal drauf mit. Maschma. Schade, nimmer. Was? Kannst du schon mal richtig stolz reden? Nimmst du mal wieder Gäste? Nein, ich nehme keine Gäste. Lange nicht mehr gehört. Ju. Was steht auf dem Shirt? Wir lesen keine Slime. Hinten steht noch drei, mit Jesus im Himmel weinen. Hey Drache, chill mal. Chille Milli, was? Grüß dich, was auch noch länger am Ordern. Ed China, okay. Gasch. Wenn du nicht schreiben kannst, gar nichts. Und wenn du noch ein bisschen mehr so Blödsinn schreibst, dann fliegst du ganz raus. Ich weiß nicht, warum man nicht vernünftig schreiben kann. Sind wir hier irgendwie... Das ist ein gutes Lied. Aber den Song habe ich früher als Kind geliebt, Alter. Der ist so geil. Du sagst mal was von einem Boxkampf, stimmt das? Habe ich vorhin erst erklärt. So muss jetzt schlafen gehen, muss früh auf, auch noch viel, euch noch viel Spaß und einen schönen Abend. Alles klar, Mixon, ich weiß gar nicht, wie der Name aussprechen soll, sorry. Vielen Dank für deine Unterstützung, voll übertrieben, Dankeschön. Gute Nacht, Misko. Mixen. Echt, die Maschine, sonst mir echt leid. Lambada. Ja. Das ist doch. Ich habe als Kind so einen blauen Kreisel gehabt. Der hat geleuchtet und hat den Song gespielt, wenn man den gekreiselt hat. Das war sau cool. Und die Key dazu hat natürlich aus dem Drink gekriegt. Das war sau cool. Der war bloß so groß, aber der war sau cool. Der hat mir voll Spaß gemacht, das Kind. Ich hab den geliebt und der Song hat mir so Spaß gemacht. Es war eines der ersten Lieder, die ich gehört habe. Wegen diesem Kreisel. Kannst du den da. Ob ich Lambada tanzen kann? Nee. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Dann sieht man sich keines Headbang. Eigentlich würde ich zwar gerne mal klassische Tänze lernen. Foxtrot jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil ich den Namen irgendwie dämlich finde, aber so klassischen Gesellschaftstanz würde ich schon mal ganz gerne lernen.
Aber dafür fehlt mir natürlich die Partnerin. Man spricht es so, wie man es schreibt. Mixon. Ich bin schlecht in sowas, tut mir leid. Hatte früher ein leuchtendes Jojo und konnte voll die Tricks. Okay, zwei Tricks konnte ich auch mal. Schoko mit Leerlauf. Ah ja. Walter, was? Ich meine, ist wahrscheinlich das sogar mit Leerlauf. War so geil. Dampfst du noch? Gelegentlich? Oh, kennt ihr den Song? Oh Gott, der war so peinlich früher. Aber alle Mädels mochten den bei uns in der Schule und haben dann den auch immer nachgetanzt, so vor der Schule und so, haben sie immer rumgespielt und haben den immer noch getanzt und dazu die Musik gehört. War voll lustig und für uns Jungs natürlich sehr interessant. Also als Junge hast du natürlich was zu sehen, wenn die Mädels das machen. Peinlich, Alter. Oh Mann. Habe ich immer gehasst. Ja, ich eigentlich auch. Aber aber das war schon für uns Jungs, war es damals schon ganz cool. Die Mädels halt so, geh ich voll ab. Und die Jungs halt also. War ganz lustig. Also heute finde ich es lustig. Damals war es grauenhaft. Also gut, der Anblick von den Mädels natürlich. Kann man zu sowas headbangen? Logisch. Eisbonbon. Was? Eisbonbons, Alter, die waren so geil, Alter. Ich hab die geliebt auch. Waren Bombe. Die Übersetzung von dem Song war ein Satanslied. Kam in der Nachricht. Ach, was soll's. Ich glaube, ihr dann den Teufel, also was soll's. Spice Girls, da habe ich so geguckt. War ja klar. Also, wir haben so geguckt, weil die Mädels in der Schule so getanzt haben, ne? Also. Alter, ohne Scheiß. Wenn es für uns als Jungs oder als Kinder schon peinlich war, wie müssen sich die Erwachsenen gefühlt haben, als sie das anschauen mussten? Bailando war geil. Da haben wir getanzt wie sonst was. Hm. Ja, generell, ich sage immer, es sind Mädchenlieder. Das soll aber nicht sexistisch sein, sondern ich verbinde damit die Mädels, das geschützt hat. Das ist zum Beispiel die Sachen von Bailando, von Sarah Connor, also das Lied Bailando, Just Ketchup. Das war zu hart. Also Just Ketchup, die ganzen. Britney Spears, Sarah Connor und wie sie alle geheißen haben. Wie gesagt, das soll nicht sexistisch sein, aber das waren diese Mädchensongs. Das sind die Mädels in der Schule im Abgang und haben immer getanzt. Alles. Die hatten bei uns in der Schulzeit, hatten die sogar mal so eine Art Tanzclub gegründet, die ganzen Mädels. So aus den oberen drei Jahrgängen. War ganz cool eigentlich. Für uns Jungs war es interessant. Aber in dem Alter denkt man sowieso nur an Blödsinn. War damals schon eine Traumfrau. Nee. Also, ich weiß, dass mir das jetzt wahrscheinlich keiner glaubt. Ich war in meiner Schulzeit tatsächlich, glaube ich, der einzige Junge, der nicht auf Sarah Connor stand, der nicht auf Britney Spears stand,
der auf die ganzen Mädels entstanden, auf die ganzen Mädchensänger. Was mir gefallen hat, was ich gefeiert habe, waren die Mädels hier. Das Lied kann man auch spielen. Das hier oder generell die Mädels halt von der Truppe hier. Die fand ich geil, die haben mir gefallen. Weiß nicht. Erkennt's schon jemand? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weiß schon jemand, wer das ist, wenn ich das spiele? Au! Oh, oh! Der André geht ab, Alter, der weiß es, Mann. Die Mädels von Tic-Tac-Toe haben mir immer gefallen, ja. My brain is busted by love. By love. Ah ja. Congratulations. 88er, mein Lieber. Na ja, dann bist du ein Jahr älter als ich. Also genau meine Schulzeitzeit wahrscheinlich auch. Es war da richtig coole Truppe, die Tic-Tac-Toe-Mädels. Vor allem, ich weiß nicht, wie sie alle geheißen haben, aber mir hat immer die gefallen mit den Raster. Nicht Raster, sind das Dreads? Sind das Rasters oder Dreads, die wo so eng am Kopf sind? Die hat mir immer besonders gut gefallen. Mein erste CD war Unbreak My Heart. Das war ein guter Song. Meine allererste CD war tatsächlich von den Kellys. Die habe ich in einer. Das glaubt mir bis heute kein Schwein wahrscheinlich. Die waren in einer Wunschtüte drin. Das war meine allererste CD, die ich je hatte. Meine erste Musik-CD, sollte man dazu sagen. Meine erste CD war eigentlich ein Hörspiel. Mega trauriges Lied. Ganz ehrlich, meine Schulzeit waren ausnahmslos solche Lieder. In meiner Schulzeit habe ich kaum fröhliche Lieder gehört, aus bekannten Gründen. Ich habe das aber nicht deswegen gemacht, weil mich das trauriger gemacht hat, sondern weil mir das geholfen hat, die Trauer zu überwinden. Ich bin ja mein ganzes Leben lang schon gehatet worden, auch schon in der Schule. Und diese Lieder, diese traurigen Lieder, haben mir immer geholfen, das Ganze zu überstehen. Deswegen stehe ich wahrscheinlich auch heutzutage auf diese romantischen Lieder und Filme und so. Und ich stehe zum Beispiel total auf Animes, bei denen man auch heulen kann. Wie zum Beispiel bei Planet oder so. Solche Animes mag ich einfach, weil es einfach sehr romantisch, weil es sehr, sehr liebevoll ist. Es ist sehr liebevoll gemacht alles. Und es ist einfach eine Sache, die ich in meiner Jugend sehr zu schätzen gelernt habe. Drache, ich meine das nicht böse, aber du solltest lieber. Wenn du meinst. Mein Lieblingslied von Tic-Tac-Toe war damals aber nicht das, sondern das hier. Das war mein absolutes Lieblingslied. Das habe ich so gefeiert. Ich hab's schon mal erzählt. Es gab an meiner Playliste auf einer CD. Das war noch eine Kassette. Es war keine CD, es war eine Kassette. Muss doch mal geben, Alter. Es war auf einer Kassette drauf, da waren mehrere Lieder drauf. Unter anderem Tic-Tac-Toe mit Verpiss dich, was jetzt gerade läuft. Es war drauf Billie Jean von Michael Jackson. Was waren da noch drauf? Von Enya. Ich habe den Namen vergessen. Das Lied von Enya, wo sie über das World Trade Center gesungen hat, das war mit drauf. Und das sind diese Songs, die ich damals gehört habe. Michael Jackson hat auch dazu gehört. I can only see.
Als aus wegen irgend so einer Braut in die Augen. Ich will mich nicht verlieben. Und ganz bestimmt werde ich mich nochmal in dich verlieben. Hab auch noch viele Kassetten da, richtig Retro. Das war eine Kassette, die hat mal jemand für mich gemacht. Ich weiß aber bis heute nicht, wer das war. Aber die hat mal jemand für mich gemacht, die Kassette. Da waren auch viele, viele Lieder drauf, war sau cool. Bin immer noch bei dir. Ich auf diese Art verliere. Es tut weh, weil ich's nicht verstehe. Nie zusammen sehe. Zeiten, werd sie wohl nie vergessen. Michael Jackson habe ich auch immer auf meinen weißen Sony Walkman gehört. Ah, Walkman. Ich habe sogar noch einen. Mir ist neulich tatsächlich wieder ein Walkman in die Hand gefallen, als ich aufgeräumt habe oben. Ich habe echt noch einen Walkman rumfliegen. Walkman und Discman habe ich beide noch rumfliegen. Ich habe sogar zwei Discmans tatsächlich. Das kennen die Kids heutzutage gar nicht mal. Walkman, was ist ein Walkman? Die meisten kennen den noch 8-Spur-Bänder. Das war sogar noch vor meiner Zeit, aber 8-Spur-Bänder gab es ja auch mal noch. Das war 8-Spur-Bänder sind richtig Retro. Ja, und dann kann der Discman nicht Anti-Shock. Discmans brauchten aber keinen Anti-Shock. Eigentlich brauchten Discmans braucht ihr ein Discman eigentlich Anti-Schock? Also konnten sie ja nicht haben damals, klar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen Anti-Schock brauchten. Ja, ich meine erst 128 MB gekauft habe ich den Verkäufer gefragt, ob er Anti-Schock hat. Und er hat ja gesagt. Was? Ein Anti-Schock hat doch kein Betreiber braucht kein Anti-Schock. Das gleiche gilt für den Walkman. Oder? Also bei Walkman bin ich mir nicht sicher, aber im Betreiber braucht kein Anti-Schock. Was ist das für Blödsinn? Ach ja, die Zeiten. Das sind geile Zeiten gewesen noch. Ich erinnere mich auch tatsächlich noch. Oh, Oli P. Ja, komm. Ich erinnere mich auch an die Zeiten, wo ich noch mit Walkman rumgelaufen bin. Boah, das sind Zeiten gewesen, ey. Boah, krass. Wir haben auch eine Radio-Tapes aufgenommen, okay? Der Laser gewackelt hat. Ein Walkman und ein MP3-Player haben keinen Laser. MP3-Player funktioniert mit Speicher und Walkman hat keinen Laser gehabt. Ich weiß nicht, wie das beim Walkman geheißen hat, das war aber kein Laser. Laser gab es nur bei CDs. Nur CDs haben Laser gehabt. Gib mir mein Herz zurück, du seine Liebe nicht. Boah ey, ohne Scheiß. Heutzutage, die Jugend heutzutage kann echt froh sein. Speicher kostet nichts mehr. Es kostet nichts mehr. 15 GB. Was sind 15 GB schon? Ich hab gleich 1 Terabyte Festplatten. Pff, alter Falter, ey. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo die 1 Terabyte Festplatte, Alter, die hat noch mehrere hundert Euro gekostet. Die hat 400-500 Euro gekostet, Alter. Heutzutage kriegst du für 400-500 Euro ja schon 15 Terabyte oder so. Obwohl, gibt's schon 15? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall voll übertrieben. Ich meine, für 500 Euro krieg ich ja schon 2-3 Terabyte oder so. Oder 2-5 Terabyte? Irgendwie sowas.
voll krass. Bei Kassetten heißt das Tonkopf. Genau. Die hatten nämlich keinen Laser, die hatten Tonköpfe. Stimmt, hast recht. Meine erste Festplatte hatte 30 Mark gekostet und hatte 150 MB. Das waren noch Zeiten. Ich habe mit Windows 95 angefangen. Wer kann das noch von sich behaupten, außer der in meinem Alter ist? Windows 95, Windows 98, Windows XP, Millennium habe ich überspringt, bin dann auf XP. XP habe ich ewig gehabt, ich habe jahrelang gefühlt XP gehabt. Und dann irgendwann bin ich auf Windows 7, Windows 8 habe ich zwischendurch auch noch, aber noch da. Und Windows 10 mittlerweile natürlich. Aber ich habe noch mit Windows 95 angefangen. Das war alt. Drache, hast du C&C Alarmstufe rot gespielt? Logisch. Command & Conquer meinst du? Klar. Command & Conquer, Alter. Oh Gott, was wir das gesuchtet haben. Alarmstufe rot, Alarmstufe rot 2. Alarmstufe rot habe ich nicht so gerne gespielt. Ich habe lieber Alarmstufe rot 2 gespielt. Und dann natürlich später Alarmstufe rot 2. Drache. Boah, heftig. Du gehst so leichter für mich. Ja, habt ihr Hugo gespielt? Ich muss es mal irgendwann raussuchen, wenn ich mal dran denke. Ich habe auch noch Hugo gespielt. Hugo, Alter. Hugo, es gab drei Spiele von Hugo. Eins, wo du mit einer Lore gefahren bist. Eins, wo du laufen musstest. Da musstest du dich ducken oder springen im rechten Moment. Und dann gab es noch eins. Was war denn das andere? Da gab es, glaube ich, noch irgendeine Art Puzzle. Oh Gott, Hugo. Das ist richtig alt. Trolltastisch, hat er immer gesagt. Oder? Trolltastisch hat er immer gesagt, genau. Sonne, die niemals untergeht. Hugo war doch auch Sat.1 mal Telefon. Ja. Der nie zum Himmel fällt. Hugo war damals eine Serie, da gab es damals so ein Gewinnspiel immer, irgendwo war es, glaube ich, Sat.1 oder Kabel.1. Da konntest du anrufen als Kind und was gewinnen, indem er gesagt hat, springen, ducken, links, rechts, ducken, springen und so weiter. Da musste das halt, hat es ja jemand quasi gemacht und wenn man das gewonnen hat, hat man was gewinnen können. Und das war damals Tele 5, glaube ich. Nee, es war tatsächlich, glaube ich, Sat.1 oder Sat.1 oder Kabel 1, eins von beiden. Aber Tele 5 glaube ich nicht. Aber es kann auch sein, dass auf Tele 5 auch mal gekommen ist. Wer kann noch 100 Mark? Wer kennt noch die 100.000 Mark Show? Die kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich habe früher sowas auch nicht gerne geschaut. Schaue ich heute noch nicht gerne. Doc Brown, Dankeschön für die 400 Likes und willkommen aus der Zukunft. Oder aus der Vergangenheit, je nachdem, wo du jetzt hin willst. Darfst du wieder streamen? Kein Kommentar, habe ich schon 100 Mal drüber gesprochen, muss man jetzt schon wieder ansprechen. Hast du damals auch noch in Krone bezahlt? Krone. Kronen, du weißt schon, wo Kronen gezahlt werden, ne? Ich bin ja Franke, beziehungsweise ich komme aus Deutschland und nicht aus Tschechien. Wenn du hier rumtrollen willst, solltest du dir was Besseres überlegen, bevor du rausfliegst. Kenne ich mit der kurzhaarigen Blonden. Ich habe keine Ahnung, wie die ausgesehen haben. Ich weiß kaum noch was davon. Ich weiß nicht mehr, um was es da ging. Ich weiß nur das Spiel. Groß wie ein Planet. Der nie vom Himmel fällt. Groß wie ein Planet.
Ist das Wolfgang Petri? Oh Gott. Ohne Scheiß. Ich nehme keine Gäste zum 1.325.000. Mal. Langsam langweilt's. Wex-Mobbing. Was? Wex-Mobbing? Das heißt auf YouTube Philipp. Was? Matthias ist das, richtig. Domino Day gab es auch, war aber nicht so. Domino Day hat mir gefallen. Domino Day fand ich geil. Das war cool. Was mir bei Domino Day am besten gefallen hat, wenn sie das wirklich so bewegt haben, wenn es wirklich alles dann in Gang gesetzt wird, fand ich episch. Wenn ihr findet, wenn ihr gleich verschwindet, sie liebt dich nicht wie ich. Ich glaube leider. Was ist dein Lieblingseis aus den 90ern? Ich habe kein Lieblingseis aus den 90ern. Die Lieblingseissorten, die ich früher gegessen habe, esse ich auch heute noch gerne. Snippy und dieses aus mit dem was? Kaugummi-Stil. Sagt mir gar nichts. Ich, das ging so nah, weil es echte Liebe war. Bumbum-Eis, sagt dir gerade jemand? Bumbum hat mir nicht so gefallen. Ich war eigentlich eher so für das, wie hat das geheißen? Für das Quetsch, für das Cola-Eis. Das fand ich immer so geil. Das checke ich einfach nicht. Es ist das Fehlen, sie unsere Lieder. Vielleicht war es ein Fehler. War ehrlich und echt, würde ihm nicht gerecht. Dich, nimm mich. Beach war das coolste. Beach, glaube ich, hat es geheißen, ne? Herr Lübse, stand hier gerade jemand zum Drücken. Ja. Ich glaube, das, was ich gemeint habe, war Beach, weil dieses, wo nach unten so dünner wurde, wo man dann so drücken musste, dass es rauskommt, weil Papierhülle immer hatte, also so eine Papier-Wachshülle halt. Solero war auch extrem geil. Solero, was war das Solero nochmal? Das kann ich, verbinde ich gerade gar nichts mit. Ich kenne den Namen und ich kenne auch das Eis, aber mir fällt gerade das Bild dazu nicht ein. Wie dumm. Die genau was sind die glauben, du kriegst 500.000 Strafe pro Stream. Machst du mal einen Schlagerkanal? Was? Wofür soll ich einen Schlagerkanal machen? Also. Ups, was ist denn das für ein Blödsinn jetzt gewesen hier? Weg damit. Also passt auf, noch einmal, für alle, die es jetzt immer noch nicht mitbekommen haben. In diesem Brief, den ich bekommen habe von der BLM, steht wortwörtlich mehrfach drinnen, dass ich das Format Drachenlord oder dass ich, es steht in verschiedenen Varianten drin. Es steht drinnen Fernsehprogramm Drachenlord, es steht drinnen Drachenlord allgemeine Verbreitung irgendwie, beziehungsweise, warte, was stand noch genau drinnen? Ich habe es hier. Es stand genau drinnen, Angebot Drachenlord. Das Angebot Drachenlord, Herbert Rainer Winkler wird verboten, das Angebot Drachenlord über das Livestream, über den Livestream linear über das Internet zu verbreiten. So, das Angebot Drachenlord ist es hier nicht. Ist es nicht. Hier bin ich schon immer gewesen. Meine Streams sind von mir alleine. Drache, hallo. Auch Drache als Spitzname, hat aber nichts mit Drachenlord zu tun. Noch nie gehabt.
Drache war schon in der Schulzeit mein Spitzname oder Ende der Schulzeit. Und seither heiße ich so, beziehungsweise Drachenlord hat natürlich auch unter anderem den Vorläufer von Drache mit dem Spitznamen übernommen, weil ich halt Drachen von immer geil fand. Aber Drache, also hier, das so, hat keinerlei, das hat keine Auswirkungen darauf. Und ich verbreite ja das Angebot Drachenlord nicht. Wenn ich jetzt das Angebot Drachenlord verbreiten wollen würde, müsste ich meine Songs spielen oder müsste auch meine Videos hier zeigen. Aber das tue ich ja nicht. Meine Videos auf YouTube sind Drachenlord, beziehungsweise nur ein Teil von diesen Videos sind Drachenlord. Und genauso wie ich meine Gaming-Streams nach wie vor machen können sollte, weil es eben nicht das Format Drachenlord oder nichts mit Drachenlord zu tun hat. Es ist nicht das Angebot Drachenlord, was ich hier verbreite. Das war von Anfang an nicht der Fall. Deswegen ist das, was hier in dem Brief steht, falsch. Es kann gut sein, dass in der nächsten Zeit nochmal ein Brief ankommt, wo was drin steht von wegen, wir verbieten Herrn Rainer Winkler das Streamen im Internet. Wegen Rundfunklizenz, was weiß ich. Aber das ist dann ein anderer Fall. Der ist im Moment noch nicht eingetreten. Ich hoffe auch, dass er nicht eintreten wird, weil ich eine Rundfunklizenz benötige und im Moment auch nicht will. Folglich sollte das auch nicht eintreten. So, und ich hoffe, jetzt hat es endlich mal jeder verstanden. Gut, was haben wir hier noch? Wie wär's denn mal damit? Was älter denn bitte? Echt schau vorne dir. Was? Echt schlau von dir. Das ist nicht schlau von mir. Ich halte mich nur an, dass du da dieses hast. Das ist eine Formulierung, die hier drinnen steht. Beziehungsweise ich weiß, was Drachenlord ist und was ich auf meinen Streams und meinen Videos mache. Da ich Drachenlord erfunden und erschaffen habe, weiß ich, was Drachenlord ist und kann unterscheiden zwischen Drachenlord und meiner Persönlichkeit oder meinem persönlichen Dasein. Egal, wie viele Menschen das hier als Drachenlord bezeichnen, es ist nicht Drachenlord. Weil Drachenlord erkennt man. Er hat immer... Drachenlord ist ein arrogantes Arschloch, der immer Sonnenbrille auf hat, immer Kippe im Maul, immer am Saufen ist. Metal eben. Ein typischer Metaler halt. Vom Optischen her. Und das bin ich hier auch.
auch richtig alt. Obwohl, es ist auch 90er, ich weiß es gerade gar nicht. Egal. Schon, ja. Okay. Kennst du noch Blümchen Herz an Herz? Lustig, dass du gerade Blümchen erwähnst. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob ich Bum Bum Bumerang spielen soll. Aua, mein Arm. Ich gehe mal kurz aufs Klo. Schlau, die jetzt mal am Rumhaten sein wollen, während ich weg bin. Denk daran, ich kann nach oben scrollen. Scatman. Ich schlafe. Sie haben sich wirklich mal benommen. Ich schau aus, ey. Mir wächst hier überhaupt kein Bart hier im Bereich. Ich weiß gar nicht warum. Oder hier unten wächst ein bisschen was, aber das wächst einfach nicht. Deswegen mag ich keinen Bart. Look time. Hi Kuro, ist... Oh, okay, ich will erst mal sagen, du bist jetzt eher Matsch. Arschloch. Das ist der Bart, nee. Ich glaube, ich rasiere den sogar gleich nach dem Stream ab. Kinnbart lasse ich vielleicht bestehen. Das sieht gut aus, sieht voll scheiße aus. Hier wächst überhaupt kein Bart und hier unten habe ich überall Bart, ey. Sieht voll scheiße aus. Ich mag das nicht. Außerdem ist es extrem unhygienisch auf Dauer. Ich mag das nicht, das kotzt mich so an. Ah, hier, schaut mal, das ist auch gut. Song. Ey, ist geil der Song. Ja, Coco Jumbo, ja, ja, ja. Und Coconut Bananen sehr. Die Version mag ich auch. Feedback on the ground. Hold me up. Hold my heart and make me happy. Big on the ground. Yeah, my modern make me happy. Drache, kennst du die Band echt noch? Natürlich! Echt war eine geile Band. Das immer auf, wenn das dann nochmal runter ploppt, als würde ich noch was aussuchen wollen, was ich nicht vorhabe. Man kann es halt wegmachen. Das war eine geile Band, Alter. Echt? Ja, die waren echt cool. Echt cool.
so oben links schauen. Oben links steht echt, du trägst keine Liebe in dir. Was soll oben rechts sein? Nein, oben links meine ich. Oder meinst du hier oben links? Das wäre ja mein Schwert. Also im Bildschirm meine ich. Das war ein geiles. Liebe in dir. Die Band war cool, ja. Wobei mich meine Schwester irgendwann damit genervt hat. Bis jetzt wird mir das auf jeden Fall den Monat schon wehtun, wenn ich jetzt, wo ich jetzt 2 Wochen nicht streamen durfte. Das tut dem Geldbeutel nämlich ganz schön schmerzen. Leider. Und nein, es sollte keine Aufforderung sein. Auch wenn es so klang. Echt wahr. Der war gut. Hatte jede Bravo jetzt. Oh Gott, hör bloß auf, meine Schwester auch. Das Ding ist den ganzen Tag rauf und runter gelaufen, die Bravo jetzt. Der ist mir tierisch auf die Nerven gegangen irgendwann. Vor allem, ist am Zocken, gerne am schweren Teil, spielt und auf einmal geht die Mucke los und man springt einfach mal in den Tod, wenn man erschrickt. Rage. Eine Liebe in dir. Sehr schwer. Schönen guten Abend, Rainer. Servus. Sorry für den Spam. Lass es bitte nicht zu häufig werden. Ansonsten trotzdem Dankeschön natürlich. Ach ja. Wobei ich ja sagen muss, von echt hat mir das Lied hier am besten gefallen. Weiß gar nicht, ob das noch jemand von euch kennt. Das habe ich auf einer Viva-Charts mal irgendwann gehabt. Junimond! Ja! Junimond. Junimo, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das immer ausgesprochen wurde. Ich wusste, er wird wieder streamen. Ah ja, schön für dich. War ein cooler Song. Wobei ich glaube, mir geht er heute eher auf die Nerven. Wobei der hier war, der war auch gut. Eigentlich, die Lieder von echt waren eigentlich gar nicht. Der hier, das war sogar mein Lieblingslied von echt. Echt, war aber echt eine krasse Band. Der war geil, der Song. Du bist das Leben, der unter deinem Ohr.
reden. Irgendwie Volumen von der so Ding her. Sie sieht mich nicht. Wie ich schon sagte, die Mehrheit der Lieder, die ich früher gehört habe als Kind in der Schulzeit oder so, die waren traurig. Ich war eben einsam. Nee, das heißt, ich habe noch nie groß drüber nachgedacht. Vielleicht ist es besser, dass ich keine Kinder habe. Meine Kinder sind schlecht, unabhängig von YouTube. Das möchte ich keinem Kind antun. Das möchte ich generell niemandem antun, was ich gelebt habe in meinem Leben. Ganz im Ernst, mein Leben wünsche ich niemandem. Nicht mal den Hatern. Ich bin mit meinem Leben nicht unzufrieden, aber ich würde es niemandem wünschen. Junau ist nicht mein Leben. Ich weiß, dass viele das glauben, aber das ist nicht mein Leben. Das ist mein Beruf. Aber wenn ich Kinder hätte, würde ich wahrscheinlich keine Videos machen. Und keine Streams. Aber ich wollte ja immer Kinder haben eigentlich, aber mittlerweile denke ich, es ist vielleicht besser, dass ich keine Kinder habe, weil wenn ich bedenke, was ich in meinem Leben für Scheiße erlebt habe, was ich für Scheiße mitgemacht habe, ich glaube nicht, dass ich irgendeinem Kind diese Sache antun könnte. Kinder von, Das ist jetzt eine Aussage von jemandem, der mir jetzt irgendwann mal gesagt hat, Kinder von Losern sind auch selbst Loser. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, aber irgendwie sowas habe ich mal irgendwo gehört. Und mein Leben möchte ich echt keinem Kind antun. Also mein Leben, was ich gelebt habe, würde ich niemandem wünschen. Meinst du das Lied? Man kann ja schon das Monopol anziehen. Ihr habt keine Ahnung. Ich will mich nicht irgendwie als Opfer oder so hinstellen, aber ich glaube manchmal wirklich, wenn jemand anderes mein Leben führen würde, der würde wahrscheinlich sein Leben lang schreien. Es ist nicht einfach, diesen ganzen Schmerz zu ertragen. Ich denke, bei mir liegt es einfach daran, dass ich damit klarkomme, dass ich nicht intelligent genug bin, mir darüber Gedanken zu machen. Ich denke da einfach so gut wie nie drüber nach. Es gibt natürlich Tage, an denen ich drüber nachdenke, so wie jetzt gerade. Aber gewöhnlich denke ich dann nicht drüber nach und dann bin ich einfach so dumm, dass mir das irgendwie was ausmacht. Aber es gibt Tage, an denen könnte ich den ganzen Tag schreien. Geht nur ein Teil von mir. Der Witz ist, dass ich so viele Liebe zur Kunst habe und keine Möglichkeit, mich auszudrücken. Ich bin ein schlechter Musiker, ich bin ein schlechter Maler und Zeichner.
Ich bin ein schlechter Schreiber. Ich liebe die Kunst in all ihren Formen, aber ich bin absolut untalentiert, mich selbst darin auszudrücken. Oben rechts ist bei mir nur der X-Button. Aber wisst ihr, was der Unterschied bei mir ist? Zu den meisten. Es hindert mich nicht daran, mich darin auszudrücken, obwohl ich schlecht darin bin. Denn ich gehe, das nimmt ein Teil von mir. Und ich bin mal wieder im Text verrutscht. Ich nimmt ein Teil von mir. Und der Wunderbar mit dir. Das war ein geiler Song damals, als der rauskam. Aber es gab echt viele coole Songs. Was ich immer gefeiert habe, wo immer viel was? Das war hier auch geil. Habe ich auch gefeiert, tatsächlich. Wer ist es? Weiß wahrscheinlich keiner. Weil so fangen irgendwie so 100 Songs an. So. Nein, ich habe keine Lizenz. Ist es immer noch so extrem, dass die Leute zu dir kommen? Leute, Thema Hater ausklammern, sonst fliegt ihr raus. Sweet like Schoko-Eis, was? Auch das Thema Lizenz bleibt erstmal außen vor. Ich habe es ungefähr 100 Mal schon erklärt. Ich werde es nochmal erklären. Mal Frage, sorry. Nein, es war keine normale Frage, weil mit der Frage man schon wieder implementiert, dass ich über Hater rede. Und jeder weiß, dass ich das ungern mache. Also fragt doch halt immer irgendwas, was mit den Hater zu tun hat. Ich verstehe es nicht. Ihr wollt, dass ich das Thema Hater ausklammer. Fragt mich aber ständig Sachen über die Hater aus. Meine Güte. 90er Jahre... 90er waren beste. Vermisse es. Beste Kindheit. Manchmal habe ich auch das Gefühl. Naja, gut, okay. Die Aussage revidiere ich. Leute, hört halt endlich auf, so eine Scheiße immer rumzustreiten. Das geht mir auf die Nüsse. Das muss doch nicht sein. Wenn hier jemand fake ist, dann entscheide ich das und schmeiß ihn raus. Oder eben nicht. Solange ihr euch hier benehmt, ist es mir scheißegal, ob ihr Lachflat. Wie komme ich auf Lachflat? Weil er mir gerade geschrieben hat wahrscheinlich. Solange ihr hier euch anständig benimmt, ist mir scheißegal, ob ihr Regenbogen, Schaf, Dorian oder von mir aus impersönlich seid. Benehmt euch und damit ist die Sache gegessen. Auch wenn es ein Armutszeugnis wäre, wenn einer von denen... Armutszeugnis von denen. Ich werde traurig von der Musik. Dann verstehst du den Text nicht. Du entscheidest gar nichts, weil du kein König bist. Doch. Ich bin der König meines Streams, du Arschloch. Und ich habe entschieden, dass ich dich blocke. Listen. Hast du irgendwas vorgenommen? YouTube-Videos in den C. Vorgenommen? Was meinst du mit vorgenommen? Tell me why I never... And about...
Und wisst ihr was? Wenn ihr immer davon ausgeht, wenn ihr mich immer als arrogant bezeichnet, nur weil ich euch Arschlöcher, die hier rumstressen, rausschmeiße, dann bin ich von mir aus arrogant. Und weiter? Dann bin ich aber arrogant mit Stolz, weil ich noch Ehre besitze und anderen Leuten versuche, hier die Möglichkeit zu geben, vernünftig miteinander sich zu unterhalten. Anstatt hier die ganze Zeit von euch Idioten belästigt zu werden. So, erstmal ein neues Lied. Oh, nee, eigentlich nicht. Aber was, wie wär's denn damit? Naja, ja, was? Ja, neue Projekte, dass du mehr Videos drehst oder so. Ich habe im Moment nicht mal die Möglichkeit, Videos auf meinem Hauptkanal hochzuladen. Geschweige denn, es kann sein, dass jetzt einer wieder anfängt rumzulecken und rumzuspacken. Verfickt das Internet, Alter. Weil schon wieder da die Musik am Laden ist. Also kann sein, dass ich gleich wieder rausfliege. Wenn ich rausfliege, werde ich nicht nochmal reinkommen, weil wir sind schon lange genug online. Ich werde sowieso dann, denke ich, so bei 2 Stunden spätestens eh aufhören. Du darfst bannen, wen du willst. Natürlich darf ich bannen, wen ich will. I don't know why. It doesn't need a matter how she tries. Wann kommt neue Yoshi Parts? Ich habe die Kommentare noch nicht gelesen. Ich habe jetzt fast 30 Parts. Ich habe jetzt fast 30 Parts von Ding aufgenommen. Von Divinity. Also wenn da wohl erstmal einige Parts kommen. Aber ich denke, es werden auf jeden Fall bei Yoshi Parts kommen wieder. So hard and that's so far. And the end, and that's a meeting matter. Du könntest doch deinen zweiten Kanal benutzen. Oder? Also den Königskanal. Klar könnte ich. Aber das ist nur ein Ausweichkanal eigentlich. Ich wünsche dir viel Erfolg, dass alles klappt. Jo, danke schon. So mach's gut, Rainer. Ich geh schlafen. Gute Nacht. Hau rein. Alles klar, wünsche dir auch. Hau rein. Gute Nacht. Hast du endlich Ruhe? Hast bald. Ich glaube, du bist mittlerweile der Letzte. And you, as far as I can go. Manowar wäre mal wieder geil. Vielleicht am Wochenende mit Nebel. Mal schauen. Aber ich verspreche nichts, ihr wisst ja. Dass er nie den Erde. Genieße die Musik. Dafür ist gedacht, das Spiel. Die iPhone YouNow App ist schlecht gescreent. Gescriptet. Das gibt es gar nicht. Weißt du überhaupt, was gescriptet ist? Ah, wie spät ist es denn? 2.11 Uhr. Ne, 2.20 Uhr. Gehe ich vielleicht doch schon offline. Letzter Song. Das Beste vom LP. Was? Das Ende. Ich habe mir auch momentan was angewöhnt. Ich schaue mir momentan meine LPs immer noch an. Oder zumindest ein paar Parts davon nochmal an.
Bei Darksiders ist mir auch so eine Scheiße passiert, bei Darksiders 3. Bei Darksiders 1. Oh, mein Arm, der sieht aus, Alter. Bei Darksiders 1 ist mir auch was passiert. Da habe ich versehentlich ein paar Parts beim Warriors irgendwie zu laut gehabt. Weiß ich warum. Da war der Sound zu laut eingestellt. Das habe ich aber nicht gemerkt beim Schneiden. Die Zeit in der Linkin Park angesagt war cool, ja. Mehr oder weniger, für mich eher weniger. Also Linkin Park selber war natürlich cool, aber die Zeit selber war auf mich scheiße. Sei froh, dass nichts gebrochen ist. Mit meinem Arm? Oh, da bin ich echt froh. Naja, meine linke Schulter und ich habe ja so einen Bluterguss auf dem Hintern. Also die linke Pobacke und das Stück vom unteren Rücken auf der linken Seite hat so einen Bluterguss gehabt. Fängt jetzt mittlerweile an nachzugehen. Tut auch mittlerweile nicht mehr weh, aber bin ich schon froh. Gute Nachrichten, Rainer. Ich habe ein Auge auf alles und bewache dich. Hä? Soll ich wissen, was du meinst? Ach so, gute Nacht, Rainer. Naja, schlafen gehe ich noch nicht. 2.24 Uhr. Entweder ich nehme noch ein bisschen Darksiders. Darksiders ist mittlerweile ja durch. Nee, entweder ich nehme noch ein bisschen Divinity auf. Ich wollte ein paar Folgen Overwatch aufnehmen, aber ob ich das um die Uhrzeit machen sollte, fraglich, wenn ich so halt müde bin. Entweder ich nehme noch ein bisschen Divinity auf oder ich rendere die Parts, die ich heute aufgenommen habe. Alter, insgesamt fast 12 Stunden aufgenommen schon, ey. Allein am ersten Tag habe ich 6,5 Stunden auf. Also es waren genau 6 Stunden und 24 Minuten, also aufgerundet 6 Stunden. Irgendwas. Gut, Leute, dann danke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Stream, beim nächsten Video, beim nächsten wieder mit dabei. Haut rein, euer Drache und macht keinen Blödsinn. Und Drache, nicht Drachenlord. Also dann Zeit hast, schau mal auf YouTube, Philipp Schlaffer. Der hat 2 Streams gegen Mobbing gemacht. Macht, haut rein, macht keinen Blödsinn. Tschüss. Und da hat er nicht als gutes Beispiel genommen. Okay. Also, wünsche noch eine gute Nacht.